Egal, ob du zum Wetten, Mitmachen oder Zuschauer hier bist. Ja. Wieso, was soll ich jetzt? Ja, ich kann. Ja, du kannst auch so nicht warten, ey. Komisch, du siehst gar nicht verrückt aus. Nee, weil ich kann jetzt nochmal 24 Stunden warten, aber es bringt nichts. Wir haben ein paar Dialoge noch geführt, aber. Das müssen wir ja mal gucken, ob. Oh, das ist so bescheuert, Alter. Das ist so bescheuert. Noch nie so ein Verbug. Das habe ich noch nie erlebt. Alter, das. Nee, das Mission nicht so. Also, wenn man sie mal neu laden muss, das habe ich schon mal, aber. So kolossal verbuggt. Nee, auch nicht, ne. Wow, und dann können wir jetzt die Quest ablassen. Ich meine doch, ich hätte es bei Skyrim auch gehabt. Da war auch irgendeine Scheiße und da habe ich auch immer gesagt. Da habe ich dann immer gedacht, ich mache nur die Hauptquests, weiß ich irgendwie. Da war auch irgendein Bug, habe ich immer gedacht, da kommt aus die Hauptquests noch machen, ist gut. Habe ich immer gesagt, hab ich kann. Ja, stimmt, da bin ich demotiviert, das Spiel noch durch, so richtig durchzuzocken. Also richtig ausführlich, weil dann ging ein paar Missionen, ich habe keine Lust. Weil. Ist dann halt doof, weil wenn halt ein paar Missionen gehen, nicht gehen, dann weiß ich nicht, dann finde ich halt immer so, wow, wow. Ja. Das hier? Und wenn es stimmt, dass Promis angeblich nie was für ihre Drinks zahlen, dann muss es ja ziemlich viele durstige Promis geben. Aber das ist alles irrelevant. Du ja, ich hab mir auch gehört. Ja. Du kriegst einfach keinen gratis Drink von mir. Ja. Falls du plötzlich nichts liebst. Du brauchst nicht zu glauben. Warte, ein Ding kann ich nochmal ausprobieren. Ich hab auch gar keine Ahnung, warum ich jetzt ja Schaden bekomme. Okay, was gucken. Also, jetzt können wir die Quests vergessen. Fand das jetzt nicht höher, dir was? Hör dir mehr. Ja, die Einführung an, ja, genau. Also, sonst können wir die Quests vergessen. Da kann ich ja nochmal kurz googeln, aber rein wohl irgendwie hat er jetzt einen Bug zu sein. Oh, Leute. Das sieht doch nicht aus, ne? Ja. Gut. Aha, ja. Jetzt kehre ich ja zurück. Bin jetzt zurückgekehrt. Ich kehre zurück, also wir es mal ganz genau gemacht, obwohl ich nicht Quatsch ist, die Zeit läuft ab, aber. Müssen gucken, was geht's hier jetzt? Und jetzt geht es gut. Wenn es nicht geht, ja, dann können wir die Quest nicht machen. Das ist unheimlich doof, ich hätte gerne den Red Rhyme Mile Run gemacht. Ja, extrem, das hätte beruhigt dich. Dauert jetzt ja, bis es öffnet. Möge das Glück dir heute. Ja. Okay. Ja. Ja, komm. Ja, ich weiß nicht, ich kann die Bugs, okay. Ich arbeite hier nur, damit ich die ganzen Runner live sehen kann. Ja.
Ja, also, es gibt keinen offiziellen... Es gibt keinen offiziellen... es geht auch nicht. Schieben kann man die Charaktere auch nicht, ne? Doch, den kann man schieben. Okay, hallo. Die ist auch ganz starr. Warte mal, nee, das geht auch nicht. Ah, nee, das war vielleicht ein bisschen, aber ich hab ne Idee. Also, es gibt keinen Patch. Also, der Bug existiert. Manche Leute haben ihn, manche nicht. Warte mal. Hey! Hey, gib das zurück! Ah, okay. Ich bin einen langen Finger, mache geht das auch nicht, oder? Nee, dann werden die mich bestimmt auch angreifen. Ich bin im Dienst, also nerv mich. Das kann ich auch nicht machen. Ich kann mit dieser Frau nichts. Ja, das kann ich machen. Will ich jetzt mit ihr reden? Nee, ich kann mit ihr. Ich kann mit ihr nicht reden. Ja, das war's mit der Quest wohl. Also, Patch gibt es nicht. Man kann versuchen. Man kann versuchen, irgendwie andere Quests zu machen, was wir auch tun werden. Und dann würde ich sagen, gehen wir zum Sarge und oh, das ist bescheuert. Ja, es ist einfach dumm. Also ganz ehrlich, dass solche Quests nicht gehen, ne? Das ist halt echt der. Alter, und dann gibt es immer noch kein Patch, obwohl der Bug bekannt ist. Also es ist jetzt kein Bug, der jetzt irgendwie mal alle 100 Jahre mal auftritt, aber. Ich meine, ich bin jetzt auch ein bisschen demotiviert. Ich habe jetzt die ganze Zeit Arbeit, aber man hat ja auch Zeit darin rein investiert. In diese Quests, ne? Wie lange machen wir die scheiß Quests? Die ist auch ganz cool gemacht. Sag ich auch gar nichts. Das ist ja, man, ne? Macht ja Spaß. Aber dann machst du da Fortschritt, machst da Zeit, machst da, kämpfst du da besser beschossen, machst da sonst irgendeine gewisse Scheiße. Und dann einfach so, nö, jetzt geht's ja nicht mehr weiter. Aber das ist echt ein Armutszeug. Da das solche Quests nicht gehen. Ich meine, das ist ja eine Haupt-, mehr oder weniger eine Hauptquest. Ich meine, es ist ja nicht eine blöde 6-Minuten-Quest, wo man sagen kann, na gut, okay, jetzt die 60. Kopfgeldjagd, die man nicht spawnt hat, aber das geht ja, wird ja gar nicht gepatcht. Ein herrlicher Tag, nicht wahr? Jetzt geht nicht mal das Ding mehr, also. Da können wir gar nicht nur die Hauptquest noch machen und dann spielen wir später. Ja, ich weiß auch noch nicht, wie weit wir jetzt, wir hatten jetzt ja noch zwei Dinger, ich will auch schon überlegen, ob wir noch die beiden machen oder die Hauptquest fertig machen. Ich weiß es noch nicht. Also jetzt bin ich gerade echt demotiviert, obwohl ich die Tage echt motiviert war. Jetzt bin ich also echt wieder so, oh Gott, eigentlich. Weiß nicht, also jetzt gerade so, nee. Also dass sowas nicht geht, das ist einfach so. Naja. Ist jetzt auch egal. Ein Patch gibt es nicht, es gibt kein Workaround, man kann nicht patchen. Ich kann mir jetzt die Tage noch mal angucken. Gerne. Da werde ich dann noch mal gucken und dann gucken wir, machen wir einfach das jetzt so weiter. Dann fangen wir jetzt aber erstmal die Zartenquest an. Okay, wir sind fertig. Muss jetzt ja hoffen, dass die geht. Na gut, solange die Hauptquest geht. Die Hauptquest geht bestimmt. Die Aufquest wird ja wohl gehen. Die kann man auch gut durchspielen. Also beenden können wir das Projekt. So oder so, ja, also. Wo ich mich jetzt frage, das sind ja schon 4 Monate draußen. Ich meine, die kommen ja mit irgendwelchen DLCs und so, ne? Wenn wir scheiß Hauptspiel patchen. Na gut, mal gucken, was jetzt das ist, ob das für ein Scheiß wird. Da hätte ich halt auch so, man investiert ja auch Zeit, es macht ja auch Spaß. Es ist ja nicht so,
es ist ja kein Kack-Game, ne? Es ist so, mittlerweile, wo ich jetzt auch wirklich so, ach ja, das war hier unten, ne? Stimmt, da war ja immer ganz, ganz cool unten laufen. Wo ich mittlerweile mehr realisiert habe, wie das Spiel so funktioniert und wie, welche eigene Arten dieses Game hat und so. Jetzt geht's noch dämlich noch. Ich habe keine Lust, jetzt einen Weg zu suchen, ernsthaft nicht. Moment, genau. Wo geht das hier runter? Da hinten? Wo man, was ist das denn Scheiß? Wer denkt sich denn, jupp, das ist geil. Ganz ehrlich. Menschenskinder, kann man nicht, aber geht's hier oben? Wo geht's von hier oben nach unten? Oh nein, der geht auch nicht nach unten, oder? Will ich runterfahren? Bitte. Ebene wählen, ja, unten. Ja, was weiß ich? Unten, ja, dass ich da hinkomme. Ja, unten. Ja, was weiß denn ich, was das ist? Was ist denn das hier unten? Da ein Junge, toll. Da weiß ich jetzt genau, wo das ist. Ja, man macht das hier unten. Ich hab's ja nur von unten nach oben gemacht, ne? Oh nee, oder? Nein, nein, okay, danke. Sehr gut, hilfreich. Sehr schön. Aber ich bin gerade. Nee, ich. Also das ist halt. Ah, jetzt. Jetzt. Danke. Ja, Questmarker geht auch nicht so geil. Und das ist halt schon doof. Also bei aller Liebe, sorry, aber das, also dass man es gar nicht wegkriegt, ist auch sehr abenteuerlich. Meistens gibt es ja immer irgendwie, kriegst du das weg, ne? Also irgendwie kein Schiebe. Und ich habe Dutzende. Ach, wo ist denn das, Mensch? Ich habe Dutzende Spiele ja schon let's played auf dem Kanal und ganz, also ich habe immer die Bugs also so wegbekommen, immer, wenn mal Bug war, so jetzt was war ein, das ist was so echt selten. Mann, das ist das nicht aufgefallen, was? Ah, seit du hier bist, ist es sicherer geworden. Gut für die Moral. Also was, jemand, den ich kenne, braucht etwas aus dem Lager im Waldraum haben. Ja, wir haben alle Freunde, die was brauchen. Aber wir haben auch Regeln und Vorschriften. Und an die halte ich mich. Dein Freund soll eine Anfrage einreichen, wie alle. Na gut. Für so eine Arbeit, was sollst du jetzt mich haben? Jupp, gibt was Neues. Eine Schlägerei im Dawn's Roost. Die Security hat sich drum gekümmert. Aber jetzt sagt einer, der andere hätte seinen Ehering gestohlen. Er ist aber abgehauen, ohne den Täter zu identifizieren. Frag also Royce Elgin, Dawn's Roost, ob er den Typen kennt. Warum ist er verschwunden und der Angriff hat sich identifiziert? Typen wie der haben für sowas keine Zeit. Wir sollen uns darum kümmern, ohne dass sie selbst den Finger krumm machen müssen. Allerdings war er zu dem Zeitpunkt schon besoffen. Er wüsste also eh nicht mehr viel. Hinterher war er sogar noch besoffener. Sorry. Falscher Ausdruck. Reiche Leute sind alkoholisiert, nicht besoffen. Dann ist auf sie noch weniger Verlass als sonst. Lässt sich machen. Gut. Melde dich, wenn die Sache geklärt ist. Ja. Mach ich. Falls du Fragen hast, sag Bescheid. Hab ich nicht, danke. So, ja, Leute, ja, machen wir das ja. So schade. Gerade ja. Ich werde mich auf jeden Fall noch mal gucken, ob wir machen jetzt erstmal das hier. Dann würde ich das immer unterbrechen und wir also erstmal jetzt die Quest 3 und dann. Ja, dann machen wir die andere. Ich habe auch schon gehört. Ja. Ich meine, es wird bestimmt auch so noch coole Mission geben. Ich muss mal gucken. Dann machen wir auch mehr Missionen. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß, also auf jeden Fall werden wir die Hauptquest noch machen, ganz klar. Wir werden das so weit durchspielen, dass sozusagen das Ende erreicht ist. Aber ob wir jetzt unter 100% Run gehen und machen, das weiß ich noch nicht. Also es werden noch viele Folgen kommen. Davon ist auszugehen, weil ich habe ja, ich werde das Spiel auf jeden Fall durchspielen. Sofern wir das Spiel keine Tätowierung macht, ja. Das habe ich ja hier auch gesagt auf dem Kanal. Das ist ja auch so ein bisschen mein Anspruch, hier durchzuspielen. Und das tue ich auch immer. Du machst es. Ja, nur mal, ich habe ja schon mit vielen Problemen gekämpft, viel, man hat sonst was, also ich kenne ja Spiele, die mal wirklich problematisch, die durchzuspielen, auch irgendwie geschafft. Deswegen will ich die Finde auch nicht ins Korn werfen, nur natürlich wollte ich jetzt auch weiter aufnehmen. Ich wollte ja ganz genau ein paar Folgen haben.
das Essen. Hoffentlich genießt du deinen Aufenthalt in New Atlantis. Bin wegen der Schlägerei in deinem Restaurant hier. Ah, ein unglücklicher Vorfall. Beide Beteiligten waren alkoholisiert. Ich bin zwar nicht komplett im Bilde, doch Hugo und Octavio speisen hier häufiger. Umso überraschter war ich von ihrer Auseinandersetzung. Kannst du die Gäste beschreiben? Nun, der Bestohlene ist Octavio. Er ist nicht allzu groß, attraktiv und kultiviert. Sein Lieblingsgericht ist The Saint. Der andere ist Hugo Fournier. Groß, schlank und mit französischem Flair. Gibt viel Trinkgeld. Ein Hitzkopf mit gutem Benehmen. Weiß er, was über einen geklauten Ehering? Ich kann keinen Diebstahl bezeugen. Wenn ich mich recht erinnere, trugen beide Männer Ringe. Die zwei Männer haben zusammen gegessen. Oh ja, sehr oft. Ihr Tisch stand weiter hinten. Sie bestanden auf den traditionellen Rahmen. Musik, Kerzen, Wein. Du weißt schon. Diesmal jedoch begannen sie sofort, sich zu streiten. Zum Glück schritt die Security ein, bevor jemand verletzt wurde. Muss einer der beiden Schattenhände finden. Angeblich hat er was geklaut. Das wäre dann der schlankere von beiden, Hugo Fournier. Er verschwand nach dem Eintreffen der UC Security. Er lebt im Athena Tower. Da würde ich anfangen. Kann sein, dass er bald auscheckt. Schönen Gut. Tag wünsche Danke. Ich. Danke. Okay, ab ins Athena Tower. Na gut. Ja. Aber ich will auf jeden Fall noch mal gucken, ob man diese Ranger Quest noch fertig kriegt. Das wäre schon schön. Aber eigentlich mag ich Starfield mittlerweile echt gerne. Also am Anfang war schon so, wo ich dann gedacht, was ist das überhaupt für ein Spiel? Was soll ich? Was ist so meine Rolle? Aber Starfield ist halt echt ein Spiel. Das muss man spielen, bis es sich entfaltet. Das ist halt wirklich so. Und jetzt, wo ich es gespielt habe, ist es halt echt geil eigentlich. Ja. Oh, dieser Octavio ist unfassbar. Dieser Lügner, Manipulator, dieser. Nur zu, lass ruhig Dampf ab. Dieser lügende, fremdgehende Haufen Dorngleiderkötel. Am liebsten würde ich ihn an ein Schiff binden und damit in die nächste Sonne springen. 5 Jahre waren wir zusammen, eine halbe Dekade. Und er wirft alles weg für diesen Kellner. Ach so, ihr wart zusammen. Okay, jetzt verstehe ich das Problem. Oder jetzt verstehe ich, warum er so, emotional aufgeladen ist. Ihr zwei wart ein Paar. Ich hab das. Nicht bloß das. Wir waren verlobt. Oh. Ich habe den Ring bei mir. So, hast du ihn geklaut, oder wie? Geil. Läuft bei dir, Junge. Was ist denn Dornroos denn überhaupt passiert? Es sollte unser letztes Dinner sein, bevor wir einander ewig die Treue schwören. Aber eine Stunde davor habe ich bei mir aufgeräumt. Gegen die Aufregung. Seine Hose lag auf dem Boden. Als ich sie aufhob, fiel eine Serviette des Dawn's Roost heraus. Darauf stand eine Nummer. Diese Dreistigkeit, sich im selben Restaurant mit mir zu verabreden. Ich war außer mir. Trotzdem ging ich hin und riss mich so lange zusammen, bis der Kellner uns bediente. Wie schien es denn, dass ihr euch beide wieder versöhnt? Nein, manches im Leben kann man nicht rückgängig machen. Wenn er mich betrügt, liebt er mich nicht. Und ohne Liebe ist alles sinnlos. Ja, davon ist auszugehen. Denn er ist behauptet, er ist diesen Ring gestohlen. Ja, das passt zu ihm. Aber wenn du mich fragst, gehört er mir. Er schenkte ihn mir zur Verlobung. Er steht ihm nicht mehr zu. Er gehört immer noch ihm. Ist mir egal. Du bekommst ihn nicht. Naja, mit der UC Security will ich mich nicht anlegen. Na schön. Ich bin zwar wütend, aber ich will nicht ins Gefängnis. Hier,